Der Graf war mit der Belagerung des Herzogen Wolp beschäftigt, doch wusste er nicht, es sei nur eine List. Herzog Wolp wollte bloß Zeit gewinnen und zog mit seiner Armee in die Grafschaft des Königs, während der Graf seine unwichtige Länderei im Berg- und Sumpfgebiet eroberte. Der König: Ihr könnt versuchen, was ihr wollt, meine Burg wird nicht fallen. Ich habe meine Botschafter entsandt, bald werden die Verstärkungen eintreffen. Herzog Wolp: Eure Verstärkung wird nicht rechtzeitig ankommen. Sir Longarm, Lord Woolsack und der Graf werden weit entfernt von euch, von mir beschäftigt. Alle drei sind auf mein Spiel hereingefallen. Jetzt seid ihr mir schutzlos ausgeliefert. Der König: Auch ohne die Hilfe meiner Verbündeten werdet ihr es nicht schaffen, mich zu holen. Ihr seid nicht stark genug, um die königlichen Armeen zu besiegen. Aufgabe: Haltet die Invasion des Wolfs durch. Eure Botschafter: In den letzten Monaten hat es viel geregnet. Ein Feuer ist sehr unwahrscheinlich. Yes! Ah, Heilsbringer, Heilsbringer. Kein Feuer. Wunderbar. Aufgaben. Wir sollen wahrscheinlich einfach nur überleben. Mehr nicht. Alles klar. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Muss jede... Ach, fick dich doch. Muss... muss jede gekommen, Mission so anfangen? Immer mit Hochzeit. Oh, wir haben viel Holz. Endlich mal Bäume. Ich glaube, ich werde es bereuen, das zu sagen, aber... Hey, endlich mal Bäume zum Fällen, endlich mal Holz und so. Und ja, wir haben wieder den König mit seinen lila Truppen. Der lila Königbär. Die Karte kennen wir, glaube ich, noch nicht. Alles klar. Wir müssen überleben. Der Wolf hat Sir Longarm, Lord Woolsack und den Grafen irregeführt auf eine falsche Fährte, damit sich der Wolf den König vorknüpfen kann. Gemein, nicht wahr? Gaukler und Vermählung. Hammer. Grundspeicher. Wo ist denn der Grundspeicher? What? Ah, da. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden runter. Dahin, euer Gnaden. Das reicht eine Weile. Erstmal kurz analysieren, was haben wir überhaupt? Wir können auf jeden Fall keine Vorratslager mal wieder bauen, war ja klar. Das soll heißen, wir müssen sehr sparsam mit dem Platz umgehen hier. Wir können allerlei Türme bauen. Okay. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was haben wir denn überhaupt alles in Produktion? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, sind Brauereien, oder? Yep. Okay, 8. 8 Bäckereien, oder? 8 Bäckereien, die Rüstungsproduktion ist ja drin. Wir haben auch Bier, die schenken. An sich reicht das alles, was wir da haben. Wir haben ja auch Getreide, wir haben hier Hopfen. An sich haben wir schon eine komplett funktionierende Grundproduktion. Das ist okay. Ich würde mal sagen, wir machen noch die beiden Galgen weg. Ich weiß, so Tüchtigkeit und so, aber mir ist es gerade sehr wichtig. Zum einen der Kampfbonus, zum anderen die Beliebtheit. Wäre nicht so verkehrt. Jetzt haben wir schon drei, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Lassen wir es mal dabei. Marktplatz. Wunderbar. Machen wir mal das Pech weg. Ich weiß nicht, ob wir mal Pech einsetzen wollen oder so, aber erstmal brauchen wir den Lagerplatz. Und Stein, ich bin mir nicht sicher, ob wir da was verkaufen wollen. Oh Gott. Ach du liebes bisschen. Eure Befehle, Herr König und seine blöden Bogenschützen, ey. Mann, ich hätte gerne... Unsere Schatzkammer leert sich. Ich hätte gerne Armbrustschützen. Aber irgendwie ist das nicht so der Stil vom König. Armbrüste. Die können der Panzerung durchschlagen. Wie unköniglich. Blödes Affengesicht, du. Wisst ihr, was wir machen? Ja. Marktplatz weg. Eins. Ich wollte eigentlich sagen 1, 2. Scheiße. Wir brauchen mehr Bögen. Ganz viele Bogenschützen. Wenn wir schon keine Armbrustschützen haben, dann machen wir wenigstens eine riesen Armada an Bogenschützen. Größte Armee, die ihr je gesehen habt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Junge. Frau.
Natzburger Beckmann. Alles Natzburger? Natzburger? Bringe mir das Bier. Ja. Mit so einer richtig schön tiefen Stimme. Haut das schon gut hin. Hi. Ja. Klopf, 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 klopf. Wer ist da? Kami, wer? Tür auf. Ha! Bin zur Stelle. Es ist schon lange her, dass ich den Witz gelesen habe. Ich finde ihn gut. Sind auf dem Weg. Stimmt. Haben wir auch Pechproduktionen? Haben wir Doppel-P? Eine Botschaft des Wolfs. Wolfi, du nicht. Pech. Wurde Pech. Sprecht euer letztes Gebet. Wolfi, macht doch nicht Sachen. Ja, Eisen brauchen wir auf jeden Fall für die Sachen. Ich bin mit meinen Sachen gerade. Ich und meine Sachen. Ich und meine weltlichen Gegenstände. Das ist unglaublich. Mehr als eine Eisen... Aber da exakt abgemessen bestimmt. Ja, es sieht so aus, als passen da mehr hin, aber es passt nur eine. Okay. Gefahr, ja. My Lord. Ein gewaltiges Heer des Wolfs wird bald hier eintreffen. Nein, wird es nicht. Es wird einfach mal verneint. Was könnt ihr vergessen. Mach ich nicht mit. How about no? Bier. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden da hinten. Knapp. So. Die Truppen des Wolfs greifen an. Und das Frauenkreischen wieder von da oben. Och du, och du. Von da oben ist blöd. Ja. Oben ist in kacke. Bewegung. Oben ist immer schlechter als unten. Also, wenn wir unten Verteidigung haben, Stelle. Nur. Ansonsten ist oben besser als unten. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Versteht ihr meine Logik? Mein Herr, eure Befehle? Oh Mann, blödes Trieböckchen. Bin zur Stelle. Ja, ein böses Trieböckchen. Wir geben unser Bestes. La 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 la. Wir finden Verwendung für unsere Steinvorräte. Mir wurde gesagt, es ist von der Mission so gedacht, dass man sich zurückzieht in den inneren Ring und diesen verteidigt. Aber ich möchte es trotzdem versuchen. Mir wurde auch gesagt, ich kann es gerne versuchen, den äußeren Ring zu halten. Vielleicht funktioniert es ja. Und wenn mir das schon so empfohlen wird, dann mache ich das auch. Ich bitte euch, wer sind wir denn? Wie jetzt sagt irgendjemand gut drin. Das weiß ich selbst. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Boah, scheiße Armbrustschützen. Fug. Aua, aua. Schwere Schmerzen ich habe. Welchen Weg, Sire? Oh ja, ich würde mal sagen, wir haben schwere Probleme. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bin zur Stelle, mein Herr. Los Problemos Nosferatos. Danke, danke, ich weiß. Eure Befehle? Euer Gnaden. Kippen, schütten. what the fuck? Wann das jetzt? Ach, das waren die ganzen Bäume. Ich hätte gedacht, dass die Bäume mal auf unserer Seite sind. Tschüss, Turm. Ja, nö. Ich hab dich eh nie geliebt. Steht zu Diensten. Auf die Rösser. Eure Leutschaft, verzeiht uns. Uns entgeht niemand. Die Klingen sind gesattelt. Tötet sie. Die Pferde sind gesattelt. Geht ganz gut, oder? Oh Gott, jetzt kommen noch die Ritter dort. Ach, das ist doch doof. Das war unfair. Ja, es ist schwieriger als es am Anfang. Oh ja, gut. Wegen Schwertkämpfern alleine schon. Ach du Scheiße. Dann kommt wenigstens durch und macht nicht so viele Sachen kaputt. Dies war meine Hütte, dies war meine Schenkelhütte. Oh Mann. Wenigstens steht da, was es mal war. Dies war mal eure Frau. Na gut, die bauen wir auch neu. Und der Schmied verteidigt sich. Susanne Feistwanz. Es geht nichts über die gute alte Ingeborg. Ich möchte die Ingeborg zurück. Am besten Ingeborg Beutelschneider. Wir folgen euch, Herr. Lässt du meinen Turm? Den feindlichen Angriff. Pfui. Ihh, nicht auf meinem Turm. Dies war mal eine Hütte. Alles klar. Dies war mal euer Spielspaß. Schenke.
Dies war mal eure Burg. Ach nee. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Sag bloß. Marktplatz? M? Nein, wo hab ich den Marktplatz hin? Da war er. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Na wunderbar. Ich habe mir die Freiheit in die Küche genommen, mit ihm. Ihm eine Anstellung zu bieten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Machen wir es erstmal so. Das Volk huldigt euch, Sire. Wichtig, wichtig, tralala. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Was habe ich eben platziert? Ich habe gerade irgendwas platziert, oder? Und das war eine richtig dumme Idee. Jetzt müssen wir warten. Nee, ich habe gar nichts platziert. Wir müssen jetzt warten, bis das Holz reinkommt. Könnte ein bisschen dauern, kann sich noch um Jahre handeln. Ist so, oh Gott, mein Steinbruch ist auch weg. Mein Eisen auch. Fuck. Das geht ja klasse los. Und es steht nicht da, wie lang bis zur letzten Schlacht. Ich fühle mich verpuppert. Professionell verpuppert. Aber wisst ihr was? Ich mache die Burg nochmal bloß ein bisschen kleiner. Gut, ich glaube, die war so groß, oder? Toll. Ja, ist ja gut. Du brauchst noch... Solange es noch wird, heißt es, es muss noch im Ofen bleiben. Es ist noch nicht fertig. Kapelle. Ja, erstmal das Holz für den Marktplatz, bitte. Wir benötigen Holz. Ja, wirklich. Da kommt's. Und zack, wunderbar. Getreide passt, das passt noch. Ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung. Wir brauchen dann bloß noch eine Kappe. Brauchen wir die... Das Volk fürchtet sich in keiner Weise vor euch, mein Lord. Was fällt denn eigentlich ein? Religion, na, Religion jetzt zu machen? Nee, man kann es auch übertreiben. Wir haben hier einen Brunnen, obwohl es keine Gefahr von Feuer gibt. Wir können einen Brunnen bauen, oder? Wieso habe ich so das Gefühl, dass es eine Lüge ist? Wir stehen zu Dienst. Die Gefahr vor Feuer ist gering. Wieso habe ich so das Gefühl, dass trotzdem vielleicht ein Feuer kommt? Einfach nur so, ups, ich glaube, ich habe gelogen. Kiche. Mann. Ey. Das ist so ein Sackgesicht. Hauptsache, ewig viel Stein aussehen lassen. Wir benötigen mehr Holz. Mein Gott, das ist ja wieder Staat, der so tut, als ob der Wohlstand des Volkes groß wäre. Mann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ist auch ganz lustig, dass die Waffenkammern so entfernt voneinander platziert sind. Das ist lustig. So total traurig sagen. Das ist lustig. Haha. ja. Bam, 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 bam. Okay, jetzt würde ich gerne meine Burg weiter zumachen. Boah, was geht denn hier ab? Das Volk ist euch wohl. Ach, die blöde Pest. Ist voll, my Lord. Ja, das höre ich doch gerne. Das Volk ist euch wohl. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. In Bewegung. Yay, ich habe das Stein verbraucht. Seht ihr das? Da ist ein Stein. Ich platziere eine Mauer und wir haben immer noch einen Stein und ich darf noch eine zweite machen. In Crusader 2 ist es genau andersrum. Ich platziere eine Mauer und drei Steine sind weg. das wäre wirklich tatsächlich Gefahr, die sechsfache Menge für eine Mauer. Ein gewaltiges Heer des Wolfs wird bald hier eintreffen. Ach, geh doch pullern. What? Bin zur Stelle. Warum? Ja. Rücken aus. Warum nicht? Was wünscht ihr? Fragen stellt der Typ. Ich habe mich verbrannt. Ihr habt gemerkt, dass ich noch nicht gespeichert habe. Ganz einfach, weil ich schon ziemlich genau davon ausgehe. Die Truppen des Wolfs greifen an. Dass ich echte Probleme haben werde. Vorwärts, Pikeniere. Zu halten. Bogenschützen bereit. Zu halten. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Sind auf dem Weg. Kriegen wir? Wir kriegen Ballisten gebaut. Warum habe ich die bis jetzt noch nicht gemacht? Ganz einfach, weil ich ein Noob bin. Alter, ich glaube, das können wir echt mal richtig schön knicken. Wir benötigen mehrfach. Steine. Eure Befehle? Ich glaube, wir haben leichte Probleme. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, wir haben ganz leichte Probleme. Schultert die Verzeihung, Sire.
Ja, so ganz seicht. Ein bisschen sind sie da. Also so. Wir sind bereit. Im Minimalbereich. Ich sehe den Weg nicht. Hm. Ach du Fuck. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie lange wir noch durchhalten müssten. Ja klar, wegen inneren Ringen, klar. Aber ich versuch's nochmal. Alter, einmal will ich noch versuchen. Ganz einfach schon alleine, weil ich die Ballisten besetzen könnte. Das könnte uns sehr, sehr viel Ärger ersparen, alleine schon von denen. Nein, Susanne. In Ordnung. Ich habe deine Kuchen doch geliebt, die du immer so schön gebacken hast. Leichen sollst du weichen, Kuchen sollst du suchen. Und wer bist du jetzt? Elisabeth Bimsstein. Hm. Bist immer noch nicht die Richtige. Man muss immer auf die Namen achten von Frauen, das ist das Wichtige. Charaktereigenschaften sind total zweitrangig. Die Namen sind das, was entscheidend ist. Lordi, ich glaube, du hast leichte Probleme. Bogenschützen sind total Nahkampf. Geil. Ihr habt mir viel Ärger bereitet und nun werdet ihr dafür zahlen. Du kriegst doch schon all mein Gold, wenn du mich tötest. Über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Okay. Oh Gott, wir haben ja 90er Spielgeschwindigkeit gehabt am Anfang. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my lord. Einfach mal auf die Spielgeschwindigkeit geschoben alles. Wisst ihr was? Jetzt machen wir nämlich hier an den Ecken noch Türme hin, wenn wir jetzt am Anfang noch das haben. Machen wir sogar die. Boah, guck mal, ich leiste mir sowas. Die Reichen können sich ja alles leisten. Haben wir sogar eine Regenbogenmaschine. Pech. Pech, 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 Pech. So, dass es nur einen Platz wegnimmt. Ein bisschen was möchte ich. Haben wir so einen Pechbottich? Haben wir so einen Pechbottich? Bottich, 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 Bottich. Das kommt noch weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Ja, das hört sich irgendwie russisch an. Ja, wegen den Gaukeln kriegen wir erstmal noch ein bisschen mehr Gold. Dann. Ach du Scheiße. Holz. Marktplatz wird wieder umplatziert. Hier muss noch ein Pfeilmacher rein. Brunnen. Wir haben irgendwie viel zu viele Brunnen, als dass ich der Tatsache glauben könnte, dass hier kein Feuer passiert. Es ist wie ein Fluch. Hm. Und wir haben so viele Kirchen dafür, dass wir keinen Bonus durch die Kirchen bekommen. Leider gibt es den Kathedralen einen Kirchenbonus hier nicht, deswegen lohnt es sich auch nicht, irgendwas Großes aufzustellen. Hm. What? Wir haben noch ein zweites Lager? Okay. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Cool. Alles klar. Wer bist du? Bäckerei. Bist die Bäckerei. Alles klar. Jetzt weiß ich, wo das ganze Mehl hin verschwindet. Also. Bin zur Stelle. Stimmt, bevor ich schon wieder vergesse. Eure Befehle? Würde. Rücken aus. Schaut irgendwie blöd aus, oder? Schon. Jetzt schaut es ja noch bekloppter aus. Mann, die Rundtürme schauen einfach immer... Die Ecktürme passen sich überall stimmig ein. Die Rundtürme, die haben immer so ein optisches Problem. Das ist einfach, weil die Mauer da nicht richtig anschließt. Die ist immer so... Die Bogenschützen müssen dann reinspringen immer. Es ist überhaupt nicht rollstuhlfahrerfreundlich gemacht, das Mittelalter. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Genau, das wollte ich noch machen. Meine Güte. Vergesse ich die wichtigen Sachen. Oh Mann, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Oh Mann. Mach Platz. Da. Gib mir den Stein. By the power of Stone Skull. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord.